Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Henriettas Hip-Hop-Stunde. Mein Name ist Jannis und gemeinsam mit euch wollen wir in der nächsten Woche 4 coole Moves einstudieren, die wir am Ende in einer großen Choreo zusammen tanzen können. Hallo, ich bin Lea, Tanzlehrerin und Choreografin und ich tanze selber schon seit ein paar Jahren Hip-Hop und freue mich auf die nächsten Tage zusammen mit euch. Bevor wir jetzt direkt mit dem ersten Tanzschritt starten, würde ich sagen, machen wir uns erstmal ein bisschen warm und dehnen ein bisschen die Muskeln. Genau, passend zum ersten Move stretchen wir die Beine. Dafür gehen wir in eine breitbeinige Stellung. Nur so weit runter, dass es nicht wehtut. Dann spürt ihr die Innenseite ein bisschen. Das ist aber in Ordnung. Dann nehmen wir einmal die Hände nach oben und beugen den Oberkörper nach unten. Dabei könnt ihr gerne so ein bisschen wippen, dann ist das ein bisschen einfacher. Dann gehen wir einmal zum linken Bein. Immer schön weiter wippen. Dann gehen wir zur anderen Seite. Dann wieder in die Mitte zurück und mit dem Oberkörper langsam nach oben. Die Beine können wir dann auch wieder langsam zusammennehmen. Und dann war das schon die erste Stretch-Übung. Super, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich soweit gedehnt und können mit dem ersten Tanzschritt anfangen. Der erste Tanzschritt ist der sogenannte Kickball Change. Der sieht so aus. So, jetzt zeige ich euch das einmal nochmal getrennt voneinander, Arme und Beine und am Ende nochmal alles zusammen. Die Arme machen die ganze Zeit diese Bewegung, nach vorne, zur Seite, nach vorne und zur Seite. Die Füße machen dabei parallel das. Ihr kickt mit dem linken Fuß, geht mit dem rechten in einem Ausfallschritt zur Seite, dann wieder zurück auf den Platz, dann kickt genau dieser Fuß und dann geht ihr wieder mit dem linken zur Seite raus und wieder zurück auf den Platz. So, wenn ihr das könnt, können wir das gerne einmal alles zusammen mit Musik tanzen. 5, 6, 7, 8. So, das war auch schon der erste Move für unsere Choreo. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer ersten Folge und unseres ersten Tanzschrittes. Schaltet morgen wieder ein, wenn ihr den zweiten sehen wollt. Wir würden uns sehr freuen. Wenn ihr in der Zwischenzeit Sportübungen sucht oder sonstige Sachen, die ihr zum Aufwärmen benutzen könnt vor den Übungen, guckt doch mal auf unserer Seite unter Henriettas Bewegte Schule, findet ihr viele digitalisierte Sportübungen für zu Hause. Damit von unserer Seite sage ich Tschüss und freue mich sehr, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Tschüss! Yeah.